Hallo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Gold Sunrise Let's Play. Woo, es war wieder eine lange Sendepause von mir wegen Real Life und dem ganzen Kack. Und es geht weiter mit einem Gast sogar. Sag mal hallo. Hallo. Ja, es ist der Jake Rukasu. Jake Rukasu. Ich werde das nie richtig aussprechen können und er hat bereits einen Zelda Let's Play, also er hat es noch am Laufen und ich bin da in der Folge mit dabei. Und es wird Zeit, dass ich ihm auch mal einen Gastauftritt gewähre, nicht wahr? Auf jeden Fall. Und ich freue mich richtig dabei zu sein, weil ich sehr gerne Pokémon spiele. Ja, und vor allem, weil wir hier einen Carpador haben. Sag mal hallo, Carpador. Carpador. Boah, das war wie in deiner Folge bei Zelda, wo du dieses Carpador aus dem Himmel runtergeschossen hast. Ja, ja, es war Notwehr. Es ist... Ja, als würde Carpador einfach so angreifen, also... Natürlich muss es nur... Ein böses Carpador. Es wurde von Radiowellen gestört und hat mich deswegen angegriffen, wie in den Anime. Noch ein Kampf. Im Anime wurde das von Radio... Ein Garados! Schön, dass wir aber ein rotes Garados haben und das hier nicht brauchen. Ich weiß, warum das Garados eigentlich rot ist. Weil es ein Shiny ist? Nö. Wieso ist es da? Weil diese Radiowellen da in Anime haben die Carpador gezwungen, sich weiterzuentwickeln, der hat sich nicht richtig weiterentwickelt und ist rot geblieben, wie Carpador ist. Lol, das ist ja mal lustig. Ich bin ein Suchti. Aber wenn man das Garados dann benutzt, dann hat es aber die Animation eines Shiny-Pokémons. Ist das normal oder eigentlich... Na klar, wie sollen sie das denn sonst erklären? Aliens? Chuck Norris. Chuck Norris, es war Chuck Norris, oh mein Gott. Das Carpador hat wieder mal KP verloren und es wurde besiegt. Wir hatten Carpador! Was? The fuck? Ja. Willst du eigentlich hin? Willst du nicht zu dieser Eishöhle gehen? Ja, und aber da war vorhin so ein kleiner dicker Junge, der hat gesagt, nein, du darfst hier. Moment. Der lässt dich schon durch, ne? Der will, dass du Wutkekse kaufst, ne? Ah. Dieser See ist voller Garados, aber sonst gibt es hier nichts. Die Carpados werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du... Das ist dieser Impossibru-Chinese. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Rice? Ich bin Siegfried, ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Rice. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Ich bin einmal einfach geflüchtet. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Ja. Exzellent! Es sieht so aus, als würde jemand die Carpados im See zwingen, sich zu entwickeln. Diese Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf das warten, Rice. Der ist einfach so... Ich will auch fliegen können. Ja, ist Chuck Norris, wie wir es gerade schon vermutet haben. Ja, es war Chuck Norris, Mann. Siegfried ist Chuck... Voltilam! Boah, es reizt mich. Ach, habe ich dir überhaupt schon mein Team gezeigt bei Pokémon? Ich kenne dein Team. Oh. Ich war vom Anfang an dabei. Oh. Ja, jetzt wollte ich protzen mit meinem Pokémon, aber... Oh. Eine Pokémon wäre ja eh schon längst viel stärker, weil ich es immer mit dem Level so übertreibe. Ja, aber mein Flash, guck mal. Pass gut auf. Feuerschlag. Also ich habe sonst immer so 5 Pokémon, so bei der 4. Arena alle auf Level 35. Das ist die 7. Arena und ich bin Level 35. Das reicht doch, das reicht doch, ja. Ja klar reicht das, aber mir reicht's nie, weil ich immer denke, ich fehle. Dann wird das Spiel so langweilig, weil ich so overlevelt bin. Los, Eric, zeig ihm, dass wir auch, wenn wir ein wenig untergelevelt sind, dass wir trotzdem rocken. Rock'n'Roll. Eric Obama. Eric Obama, ey. Kann man den noch irgendwo umbenennen? Ich gehe in Eric Obama um. Allein Mahagonia City. Ach, da machen wir sowieso noch einen Abstecher nachher. Denke ich mal, hoffe ich mal, sage ich mal. Jemay. Töme! Tama! Oh, okay. Noch so ein. Oh mein Gott, wie schnell der Kampf auf einmal geht. Huch, wie konnte das. Lalalala. Oh, ein Dicker. Ich bin gerade ziemlich am Boden. Vielleicht liegt das an dem Item, das ich benutze.
Kämpfen wir, das hilft vielleicht meine Laune. Ja, Alter, Drogen senken natürlich die Laune, wenn man den Bad Trip hat. Klar, boah, wenn er verliert, ist er noch deprimierter und wirft sich ins Wasser. Schau dir nur mal an, wie grimmig er reinschaut, ey. Also, mit deiner Theorie, dass er sich nachher ins Wasser stürzt, hast du vielleicht gar nicht mal so unrecht. Ja, wie fett er eigentlich ist, ne? Ja. Oh, er will gewinnen und schickt ein Carpado in den Kampf. Das ist so, als wenn du scheißen müsstest und du drückst dir einen Korken in den Arsch. Wenn du eine Nutter für eine Umarmung bezahlst. Genau. Na, machen wir dem Trau... ein Garados. Okay, das ist nicht mehr so lustig, wenn er Garados hat. Okay. Level 10, oh. Das geht auch gar nicht. Das ist mal wieder so like a boss irgendwie. Ja, er hat's gecheatet. Dieser Lümmel. Reich mir den Stängel, du Bengel. Den werden wir aus dem Skript löschen. Also irgendwie erinnert mich Garados an irgendetwas. An einen Bandwurm. An eine Schlange irgendwie. An ein, das Ungeheuer von Loch Ness oder sonst irgendwas. Ja, genau. Ich dachte eher an die Hosenschlange, aber... Ja. Peter Griffin. Tralalalal. Setzt Carpador. Nein, Eric braucht noch ein paar Levels. Levels. Levels mit Z hinten geschrieben. Jo. Was kommt jetzt? Ein. Garados. Misch das Pokémon wechseln, ja. Boah, der kriegt jetzt so aufs Maul. Eric, genug, komm zurück und wir machen Donnerschock. Impossible. Chinese ist so einmalig. Ja. Der Chinese ist vorhin nach Maragonia City geflogen irgendwie. Siegfried ist der Chinese. Boah, er heißt Anselm. Das erinnert mich an Kingdom Hearts Anselm. Wenn du Kingdom Hearts mal gespielt hast. Ja, hab ich nicht. Ich hab verloren, aber ich fühle mich trotzdem besser. Er verliert und fühlt sich dadurch besser. Er steht drauf. Oh. Meister Peitsche lässt grüßen. Meister Peitsche. Ist das nicht Knuffenser? Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, Sklave. Oh, ja. Der Sklave setzt den Zerschneider ein. Oh, ja. 92. Du kannst den Zerschneider bla 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 bla. Lohnt es sich hier überhaupt hier hochzugehen? Du findest irgendwas Dummes da oben. Und von so einem Fettsack bekommst du eine Attacke. Oh Gott. Ah ja, hier ist ein Haus. Ah, da ist der Dicke. Du bist viel herumgekommen. Ich habe mir meditiert. Es ist eine neue Kraft zum Leben erwacht. Lass mich meine Kraft mit deinen Pokémon teilen. Nimm dies, Kind. TM10, das wäre... Kraftreserve. Stimmt. Ist die Attacke irgendwie nützlich in meinem Team? Du kennst mein Team ja. Nein. Eine Loser-Attacke. No. Mit Stärke 30 oder so. Aber die Attacke wird doch irgendwie stärker, oder? Das weiß ich nicht. Aber ich hab's eigentlich immer als ziemliche Loser-Attacke in Erinnerung. TM43. Ja, wir finden hier lauter Attacken. Hattest du No-Name-Attacken? 43 Scanner. Ist auch unnötig. Naja, Scanner kann bei Morlord, das Pokémon Morlord kann davon erst profitieren. Morlord. Ah, hast du die neuen Pokémon-Teile eigentlich gespielt? Ich hab alle. Da war ja eine Trainerin, die hatte Morlord. Ich glaube, das war in der Diamant- und Perl-Version. Diese Omi. Die hatten Morlord und das hat so übelst genervt. Das ist mir so auf den Sack gegangen jedes Mal, weil es einfach nicht sterben wollte. Jo, Omi. Agatha oder irgendwie so hieß die. Agatha ist nur die dritte aus den Top 4 von Pokémon Rot und Blau, oder? Ja, da hast du recht. Nein, sie benutzt auch so ein Hippopotamus. Hippopotras. Hippopotras, genau das benutzt sie. Morlord und... Oh. Ich glaube auch von Velsa benutzt sie. Also das ist so Boden-Pokémon-Zeug. Genau.
Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja. Sklave setzt mal wieder seine Lieblingsattacke. Der einzige Grund, wieso er überhaupt im Team ist, Zerschneider. Mal sehen, was passiert, wenn wir hier runter surfen. Kommen wir irgendwo an ein gescheites Ende? Ja. Oh, hallo Mäuschen. Ich mache ein Picknick mit meinem Pokémon. Setz dich doch zu uns. Wow, du bist ein starker Gegner. Willst du deine Sie fragt sich... Boah, sie will unsere Nummer haben. Ja, klar. Ilonas Nummer. Oh, ich weiß schon, was unser Rice nach dem Top 4 machen wird. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh, egal. Egal. Du hast gar nicht nachgedacht, bevor du... Ganz genau. So, Jake, hast du eine Ahnung, wie der Kerl hier verschwindet? Wenn du schon so weit gekommen bist, solltest du dir die Zeit nehmen, um etwas Sightseeing zu unternehmen. Geh nach Norden und sieh dir den See des Zorns an. Ich weiß, was du machen musst. Du musst ins Haus da gehen. Sollte ich nicht nach Maragonia City gehen zu dem Kerl, der da irgendwie... Siegfried, der wollte doch, dass ich da hingehe. Nö, da musst du kannst jetzt, glaube ich, eh noch nicht hin. Du musst jetzt... Ich muss jetzt? Wieso bist du bei mir jetzt auf einmal lauter? Es ist und bleibt ein Rätsel. Ich glaube, mein PC, also mein... Netbook mag mein Headset nicht. Kann auch sein. Mein PC mag's mehr. Jo. Ja, Tadde ist jetzt weg und guck mal, wen wir jetzt im Team haben. Redragon, mein Garados. Das kommt alles ein bisschen spät an, deswegen. Ah ja, ach, das egal, du weißt ja ungefähr, wo es jetzt hingeht. Dass es shiny ist, weil neben den Geschlechtszeichen da so ein kleines Glitzerzeugs ist. Also der Dickerschen ist noch immer da und Maragonia City muss ich gehen jetzt. Denn in dem Haus war eigentlich nur ein Kerl. Nein, in dem Haus oben, da war ich ja, da hat der Kerl mir nur eine Profi-Angel gegeben. Nee. Da, wo das Schild dran ist. In Moment, der will noch kämpfen mit mir. Ja. Das ist doch vollkommen falsch. Da musst du gar nicht hin. Also. Ich sag dir, da geht es nicht lang. Halt, stopp. Okay. Tut mir leid, Andreas, tut mir leid. So. In das Haus hier. Ja. Warte, du bist da noch nicht. Du bist Siegfried, Dragoran! Hyperstrahl! Boah. Boah, wie er den Kerl gefistet hat. Was hat dich aufgehalten, Rice? Das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Die Treppe ist hier. Rice, wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Boah, der wird ja mit seinem Dragoran alles fisten, ey. Ach, du hast die Geheimtreppe gefunden. Oh nein. Seine Drachen-Pokémon sind stark. Ach nee, wirklich. Okay, der Ort hier sieht gefährlich aus. Oh. Hey, Eindringling, Alarm! Okay, dann fisten wir dich jetzt eben, Kumpel. Traumato. Nachtnebel, das sollte Fatality sein. Traumato. Ein Zubat. Tomatenwärme. Traumato, greifen Sie jetzt zu. Lol. Solange der Vorrat reicht. Solange die Traumatos noch leben. Tja, der Team Rocket-Rüpel ist besiegt und, kommt noch einer, ne? Ich hoffe nicht, denn die Zeit wird knapp. Oh, nur so ein Spacko, Mach den noch mal eben. Ja, das sollte eigentlich... dann machen wir einfach... Kratzfurie! What the fuck? Soll eine andere Attacke zugunsten von Kratzfurie vergessen werden? Nein, Kratzfurie nicht lernen. Das ist doch voll scheiße, die Attacke. Deswegen erlerne ich sie ja auch nicht. Reisewahl. Kommt jetzt noch einer. Bla 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 bla. Nein. So,
Naja, wir beenden die Folge jetzt hier. Und es geht sofort in der nächsten Folge weiter. Euer Rise Let's Play und sein treuer Gast. Hallo. Dein Auftritt. Hallo. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer Rise Let's Play. Yo, ciao.